Nach Wimbledon reden natürlich alle von Steffi Graf und Boris Becker. An diesem Wochenende wieder Tennis im Mittelpunkt, Davis Cup Halbfinale gegen die USA. Auch da könnte der Griff nach dieser Schale wieder einmal für die Bundesrepublik gelingen. Und man redet deswegen auch immer mehr von einem Mann, von dem viele sagen, ohne ihn wäre das deutsche Tennis mit Boris Becker und auch Steffi Graf nie so weit gekommen. Deswegen ist auch dieser Mann für uns interessant. Man bekommt ihn nicht so schnell, aber heute ist er da. Herzlich willkommen, Jon Tiriak. Steffi Graf und Boris Becker, Wimbledon-Sieger. Das deutsche Tennis noch nie so gut wie heute. Sie sind von Haus aus Rumäne, aber eigentlich Kosmopolit. Wissen wir Deutsche aus Ihrer Sicht das genügend zu würdigen, dass wir diese zwei haben? Ich habe heute so ein Gespräch gehabt mit mehreren Journalisten. Da sind hier für den Davis-Pokal Franzosen, Engländer, Amerikaner und so weiter. Und wir haben, und ich habe dem gefragt, was wäre los, wenn die zwei wären in Italien geboren, zum Beispiel. Die haben gesagt, dass wir keinen Präsident mehr dort gehabt und keinen Premierminister. Die wollen beide Gewalt sein. Ich glaube, dass so eine Sache kann man nicht richtig verstehen, nur viel später. Es sind 40 Jahre seit ein paar, glaube ich, Amerikaner oder Australier haben beide Wimbledon gewonnen. Und ich will nicht viel mehr sagen, aber ich glaube, das ist noch möglich in den nächsten 8 Jahren, hoffentlich, dass diese beide gewinnen nochmal zusammen. Was wäre Jon Tiriak eigentlich ohne Boris Becker? Gott, ich war ein guter Tennisspieler, ich war ein guter Eishockeyspieler, ich war ein sehr guter Coach, ich bin ein guter Manager, ein guter Promoter. Ich konnte auch überleben, glaube ich. Also Sie wären auch einigermaßen zufrieden? Ich war immer zufrieden, weil ich war glücklich mit meinem Beruf, wo ich war. Und ich war glücklich, weil ich habe immer gemacht, was ich wollte machen. Sie gelten ja für sehr, sehr viele als geldgeiler Finsterling, als ein Blutsauger des Kapitalismus, als ein Mann, der jeden Dollar oder jede Mark, derer er habhaft werden kann. Gleichzeitig haben Sie mal gesagt, ich habe überhaupt keine Zeit, mein Geld auszugeben. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, um das viele Geld dann entsprechend mehr ausgeben zu können. Geld kann Sie doch eigentlich nicht mehr interessieren. Das sind doch nur Geldhäufchen oder so Kontoauszüge mit 2 oder 3 Stellen mehr. Was treibt Sie denn dann eigentlich noch an? Wissen Sie, über Geld zu sprechen hier in Deutschland ist so eine Geschichte, dass niemand spricht, aber alle wollen die Geld verdienen und mehr verdienen und jeden mehr verdienen jedes Tag. Ich glaube, dass ich bin kein Hypokrit. Ich arbeite, ich bin ein guter Profi und ich arbeite für Geld. Aber ich glaube, dass die Geld macht nicht die Arbeit. Musst du erst arbeiten, um Geld zu machen. Und wenn du hast Erfolg, bist du auch gut bezahlt. Spielt keine Rolle, wenn du ein Doktor bist oder ein Tennisspieler bist oder ein Promoter oder ein Manager bist. Aber für mich, was wichtig ist, dass wenn ich mache etwas, dann ich muss gut machen. Und ich mache, wenn nicht perfekt, so gut, wie ich kann machen, aber sicher besser als die andere. Und dann mache ich mich zufrieden. Machen Sie es, weil Sie es gerne machen, um des Erfolges willen, um sagen zu können, ich mache es besser als andere? Oder sagen Sie, wenn die Kasse stimmt, mache ich alles, was ihr wollt und was ich kann? Wissen Sie, es ist noch eine Sache, wenn ich wollte wirklich Geld verdienen, dann konnte ich eine Organisation von 10-mal, 20-mal größer haben, als ich habe heute und so viel mal Geld verdienen. Aber wie ich habe gesagt, meine Motivation ist, die Sache selbst zu machen, gut zu machen. Ich gehe nicht drinnen in die Sache, wo ich kann nicht machen oder ich verstehe nicht viel von dieser Sache. So, meine Motivation ist, morgen besser zu machen als heute
und sicher viel besser übermorgen. Sie sind ein klassischer Aufsteiger, ein Mann, der aus ganz armen Verhältnissen kommt und sich durchgesetzt hat, jetzt an der Spitze ist. Was halten Sie von unserem Gesellschaftssystem, eines relativen Wohlstandes für alle und einer ausreichenden sozialen Sicherung auch für die meisten Menschen? Gefällt Ihnen das oder widerspricht das Ihrer Lebensphilosophie? Gut, ich glaube, dass wir haben nicht zwei Tage hier zu reden über die Philosophie von den Menschen. Aber ich glaube, dass Deutschland zum Beispiel ist die reicheste und die erfolgreichste Nation in Europa. Ich glaube, dass die Deutschen sind so erfolgreich, weil die sind so fleißig und die arbeiten richtig und gut. So, was kann man sagen von so einem System, wenn die Ergebnis dort ist und der Erfolg ist kein Problem. Sicher, auch in Deutschland gibt es Probleme, aber ich glaube, das gibt es viel weniger Probleme als in anderen Ländern. Und doch, die sind viele Leute, die unzufrieden sind. Aber bitte, das ist immer Leben und das musst du die Leben akzeptieren. Noch einmal zurück zum Tennis. Da heißt es, dass Sie den Deutschen Tennisbund momentan fest in der Hand hätten und dass Sie auch mal gesagt haben sollen, denen muss man nur genug zum Saufen geben, dann machen die alles schon genau so, wie ich das möchte. Stimmt das? Wissen Sie, für mich war es sehr... Ich war sehr enttäuscht und war eine böse Geschichte, diese Geschichte im Spiegel. Und ich bin sehr traurig, nicht für mich, für mich ist wurscht, wie Sie sagen. Aber für meine Partners. Ich glaube, dass in den letzten 5 Jahren, ich habe mit dem Deutschen Tennisbund sehr gut gearbeitet. Wir haben keine Kraft gehabt. Und dort sind Leute, die akzeptieren nicht. Ich lese ein Spiegel von Zeit zu Zeit. Aber ich habe noch nie geglaubt, dass so eine Revue kann so viele Sachen durchstecken, dass sie nicht verifiziert. Zum Beispiel meine Zitaten, nicht nur sind alle falsch, aber als professionell, als ethisch und so weiter, ich konnte nie so etwas sagen. Aber es wird nicht zu reden über diese Geschichte. John Tiriak, Sie werden von manchen gefürchtet, von sehr vielen geachtet. Und von weniger Menschen geliebt. Vermissen Sie das? Ich glaube, dass ein Mensch lebt mit ihm selbst erst. Und dann auch mit den anderen Leuten. Aber ich glaube, und wenn ich geliebt bin oder gehasst, das macht mir keinen Zweifel. Aber ich bin sicher, dass ich bin von vielen respektiert für meine Arbeit. Und das ist viel wichtiger, respektiert zu sein, als geliebt zu sein. Meinen Sie wirklich? Absolut. Aber es gibt... Haben Sie eine andere Opinion über diese Sache? Ja, also ich meine, es ist schon schön, wenn man respektiert wird, aber wenn ich von niemandem geliebt werde, aber ein paar müssten Sie auch haben, oder? Ja, ich habe meine, sagen wir so, meine close friends. Die nahen Freunde. Ja, oder so weiter, dass ich bin. Zu Hause. Aber was werden die sagen, wenn alle diese Leute, wenn sie gehen draußen hier, sagen, oh, wir lieben ihn, aber er ist nicht respektiert. Ich kann mir vorstellen, überlegen Sie. Respektieren werden Sie jetzt genauso viel. Vielleicht mögen Sie auch ein paar mehr nach dem heutigen Gespräch. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Danke. Danke, Jan Tiriak. Danke. Gut, dann zurück da noch.